Diese Woche haben wir das Thema Mineralstoffversorgung, gerade jetzt im Sommer, wenn man halt auch viel mehr schwitzt. Mhm. Bei dir ist es ja nochmal zusätzlich exponentiell mehr, wenn du noch hart trainierst. Ja. Dann noch in der Halle vielleicht, da ist es klimatisiert immer. Nicht immer ja, leer. Ja. Mehr oder weniger. Ja. Hast du da irgendwie einen bestimmten Mineralstoffmix oder irgendein Präparat, das du nimmst, achtest du drauf? Also ich muss, wir achten tatsächlich nur darauf, dass ich ein bisschen mehr Salz zu mir nehme. Mhm. Im Sommer, ich salze wie gesagt nicht so gerne, aber es muss ein bisschen mehr, auch teilweise einfach mal ins Wasser rein, so ein Schippchen da. Ansonsten habe ich leider keinen extra Elektrolytenmix, auf den ich immer zurückgreife. Ich probiere mir mal einen, ich probiere mal einen aus. Hab da jetzt aber noch nichts Adäquates gefunden, was ich regelmäßig nehmen würde. Okay, also das heißt, du achtest schon so ein bisschen drauf, aber jetzt noch keine konkrete Strategie. Nee, ja, wenn man keine Probleme hat, sag ich mal, lässt man es bleiben. Also es gibt Momente im Training, da ist so viel Spannung auf dem Muskel, was natürlich nicht begünstigt wird von viel Wasserverlust, dann krampfen die Muskeln. Ja. Also es gab auch schon mal Tage, da lag ich nach dem Training im Bett und irgendein Muskel fängt wild an zu krampfen. Mhm. Und das dann rauszukriegen, das ist natürlich nicht so optimal. Und da ist ganz klar, das sind Tage, und das muss man auch mal von Tag zu Tag sehen, das ist ein Tag einfach nicht gut gelaufen, zu wenig Flüssigkeit oder eben auch Elektrolyt, Mineralstoffhaushalt nicht optimiert. Ja. Und ich habe das zum Glück sehr selten, deswegen mache ich mir auch nicht zu große Gedanken, obwohl man da sicherlich auch noch einiges rausholen kann. Ja. Ja, gut, 100%. Können wir mal so als. Nils als nächstes Thema mitgeben. Nächste Hürde. Ja, genau.